Hallo, ich bin's mal wieder und wie im letzten Video oder einem der letzten Videos versprochen, packe ich jetzt mal immer alles aus, was ich mir so kaufe. Und gerade ist dieses Teil gekommen. Wer? So, gucken wir mal. Das auf. Da muss aber nochmal geschärft werden, das Teil hier. Oh, was hat er sich denn diesmal geholt? Das ist ein Wagenheber. Oh nein! Das ist ja. Moment, ich muss euch mal stellen. Das ist ja ein. Also, das ist. Das muss man unbedingt unboxen, weil. Das kennt ja sonst keiner. Hier. Skizzor-Jack. Ein Skizzor-Jack. Oder wie der Ami sagt, Skizzor-Jack. So, also ein ganz normaler Scherenwagenheber. Ich habe nämlich keinen in meinem Auto. Ich habe da so ein blödes Kompressor-Scheiß-Kit und ich will halt einen normalen Wagenheber haben. Und ein Ersatzrad. So, jetzt ist hier so ein Ding dabei. Hier ist, das kann man schön dreh, dreh, dreh. Und dann kannst du hier halt kurbeln mit der Kurbel. So, das ganze Teil hat übrigens, ich glaube, 15 Euro gekostet. Kann man mal machen. Nichts mehr drin. So, das ist also dieser sogenannte Skizzor-Jack. Ich lege den mal hier hin. So, mal sehen. Also drehen. Oho. Wenn man dreht, bewegt sich was. Ja, irgendwas. Irgendwas ist da am Überklacksen. Egal. Hier, das Teil habe ich bei meinem alten Wagen hier auch nicht so gehabt, dass man das Teil drehen kann hier, aber nun gut. Egal. So, ich fahre das Teil mal aus hier. Oh, E-Mail. Wahrscheinlich, dass mein Paket gerade geliefert wurde. Ja, schön. Also der geht hoch, der geht runter und das ist eigentlich alles, was er machen soll. Ja, das wird wahrscheinlich das schlecht bewerteste Video von mir, aber komm. Manche wissen halt nicht, wie so ein Wagenheber geht, aussieht, funktioniert, wie auch immer. Ist mir auch wurscht. So, jetzt kann man es hier anfangen. Ach, kann man eventuell sogar hier so verstauen dann und dann so hinlegen, irgendwie. Keine Ahnung, wie ich das da reinwurschtel. Sehen wir dann. Ja. Top-Wagenheber empfehle ich, super. Macht hoch, runter. Ja, ist schwarz, ist stylisch. Also dann, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Tschüss!